die Polizei. Oh. Boah. Habe ich einen zufälligen Passanten vielleicht noch mit erwischt. Da muss ich ja immer durch den Tunnel, wenn ich zu Joe will oder den Rest der Familie. Dann wirft es ja auch. Oh, gut. So kann man auch gezielt Morde begehen. Nimm den großen Wagen, dräng den kleinen so ab, dass er in die Leute reinfährt, die du töten willst. Muss natürlich alles passen, aber wenn es passt, dann soll ich mir den... Sekunde mal, also bitte, ja? Hast zwar einen hübschen Wagen, was sogar eine Luxuslimousine ist. Ich glaube, ich hole mir die Luxuslimousine. Auch wenn da ein Pixelfehler ist. Nicht schießen! Kann ich... Na... Ich nehme mir die Limousine. In Schwarz sieht die ziemlich edel aus. Von daher... Hey! Wieder sauer werden. Das gehört ja wohl noch immer zu meiner Garage. Ah, gut. Kann ich meine Limousine auch noch parken. Und die Limousine dann tunen. Hm. Wäre bestimmt interessant, wie das danach aussieht. Joe war im... Ah, da bin ich schon eins zu hoch. War im dritten. Ah. Und ich mit dem Baseballschläger, die haben sich vor Angst fast in die Hose geschissen. Jungs. Hey Vito, guten Morgen. Marty, was machst du denn hier? Joe meint, ihr braucht Hilfe. Und weil ich es den Ian voll gezeigt habe, will er mich mitnehmen. Er will dich mitnehmen? Wohin soll's denn gehen? Die warten schon auf dich. Also wir reden später drüber. Ha? Mein Kumpel Vito. Morgen, Mr. Falcone. Hallo Vito. Nimm Platz. Jungs. Also, was gibt's? Du hast uns Luca vom Hals geschafft. Gut gemacht. Dank dir wissen wir, dass Clemente hinter dem Angriff auf unsere Jungs steckt. Bisher konnten wir nie gegen ihn vorgehen. Aber jetzt ist er fällig. Er hat Leute von uns gefoltert und das bedeutet Krieg. Alles, was wir jetzt unternehmen, kann ich vor der Kommission rechtfertigen. Alberto weiß das. Er wird deshalb versuchen, uns zuerst anzugreifen. Das heißt, dass wir uns um Clemente kümmern? Ganz genau. Zufällig hat er für heute ein großes Treffen im Hotel Empire Arms anberaumt. Das ist die Chance, ihn und seine besten Männer endgültig loszuwerden. Na klar, wir marschieren da einfach rein und legen am helllichten Tag im nobelsten Hotel der Stadt ein paar Dutzend schwer bewaffnete Typen um. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Scheiße! Joe, nimm sofort dieses Ding weg! Ganz ruhig, Eddie. Sie kann nicht hochgehen. Erst wenn ich hier drauf drücke... Lass das um Himmels Willen, nimm das weg! Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Mach dir nicht gleich in die Hose. Hey, Leute, Leute. Wir marschieren da rein und jagen gleich den ganzen Schuppen in die Luft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Keine Panik. So viel Wumms hat das Baby nicht. Da geht nicht gleich die komplette Hütte drauf. Aber jeder, der sich in dem Zimmer aufhält, wird zu Konfetti. Wie wissen wir, wann das Ding hochgehen muss? Wir stehen auf einer Fensterputzerplattform und sehen uns ganz gemütlich die Explosion an. Na, das kann ja heiter werden. Okay, Jungs. Ich zähle auf euch. Wenn alles glatt läuft, gibt's eine hübsche Prämie. Ruf da an, wenn alles vorbei ist. Oh, übrigens, die Bar bleibt heute geschlossen, falls Clemente was plant. Tja, viel Glück, Jungs. Was ist mit dem Kleinen da draußen? Du meinst Marty? Er gehört nicht zur Organisation, deshalb muss er vor der Tür warten. Ich meine, was hat er hier zu suchen? Du stellst Fragen. Marty kommt mit uns, weil wir einen brauchen, der uns fährt und der uns den Rücken frei hält. Was hast du gegen ihn? Er ist ein anständiger Kerl, ich kenne ihn ewig. Außerdem hat er mir den Arsch gerettet. Aber diesmal haben wir es nicht mit besoffenen Iren zu tun, sondern mit der mächtigsten Familie der Stadt und du schleppst diesen Grünschnabel an. Wie alt warst du, als du mit der Scheiße angefangen hast? Du redest wie ein kompletter Spießer. Hör zu, er wartet im Wagen und gibt auf Befehl Gas, das ist alles. Er weiß nicht mal, was wir im Hotel vorhaben. Und er fährt wie der Teufel, genauso jemand brauchen wir für den Job. Okay, wenn's sein muss. Aber trotzdem, irgendwie gefällt mir die Sache nicht. Einen neuen mitzunehmen ist immer ein Risiko. Ich kann so... Kann ich noch? Nö, ist denn ja nicht mehr meine Klamotten drin. Hey, hey Joe,
Sag mal, was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch? Oh, okay. Aber wenn's nötig wird, ich habe meine Knarre immer dabei. Schön sagte Billy the Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir. Na, das sollte man im Voraus klären, sonst macht er da noch Theater. Wäre unpraktisch, wenn er auf einmal anfängt loszuballern und dann die zurückballern und unsere Fluchtmöglichkeiten nicht mehr gegeben ist. Nett gesagt. Ja, wir nehmen meinen Wagen. Okay, ich fahre. Wagen. Ja. Ich glaube, dass... Das passen nicht alle in das Fahrzeug. Alles durch das... durch die Patches und sonst was. Okay, gerade kann ich mal nachladen. Das wäre ganz gut. Na gut, die ist voll. 3 nachladen. Genau. Und hier nachladen. Die ist voll, die ist voll. Die nicht. So, hier nachladen. Moment. Die ist voll, die auch. Die noch nicht. Gut. 1. Ach, das Molotow-Cocktails. Gut, dann brauchen wir einen Wagen für 4. Eher für... Die Druckfrische Empire Times! F gedrückt halten, bitte. Nichts Besonderes, aber soll ja auch nicht zu sehr auffallen. Ein Taxi geht ja immer irgendwo durch. So, Jungs, einsteigen. Du musst... Wollt ihr mich jetzt eigentlich verscheißern? Ich werde nicht Joes Wagen fahren, weil das nicht geht. Wäre echt dämlich, wenn das durch eine Dings, durch das Patch nicht mehr funktioniert. Das hätte mich ja selbst irgendwie ein Bein gestellt, würde ich mal sagen. Problem ist, wenn ich das neu starte, wird es auch kein anderer Wagen sein, weil ich hatte das ja schon mal mit den mit den Trucks, die einmal durch Militärjeeps und einmal mit einem Hot Rod ersetzt wurden gemacht. Das hat ja auch funktioniert. Ja, 3 Leute in 2 Sätze reinkriegen. Naja. Bist du farbenblind? Die war rot. Wen juckt? Im wirklichen Leben die Polizei und dich, weil du eine Strafzettel kriegst. Aber hier ist es vollkommen egal. Dann, wow. Fahren wir doch mal ein bisschen. Wow. Okay, das war nicht ganz so gut. Ich muss sowieso zwischendurch mal den Wagen wechseln. Oder kurz vorher am besten. Wenn man so wird, bin ich jetzt eigentlich falsch gefahren. Ah, ihr hättet auch einfach nach links fahren können. Auf die Autobahn. Verdammt. Verdammt. Ja, das ist auch ein Zweisitzer. Ein Hot Rod, den kann man natürlich brauchen. Und noch ein Hot Rod, den